Hi und willkommen auf dem YouTube-Kanal von Cosmetic for Less. Ich bin Misha, ich bin auch YouTuberin und Instagramerin. Beide Accounts sind einmal unten in der Infobox für euch verlinkt. Da könnt ihr später mal vorbeischauen. Aber heute bin ich zu Gast auf diesem Kanal hier und ich zeige euch meine drei Favorite-Produkte, die ihr bei Cosmetic for Less shoppen könnt. Und falls euch das Video gefallen sollte, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, gerne auch abonniert. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, starten wir mit dem ersten Produkt und zwar mit einer Foundation. Das ist einmal von Revolution Pro, die Foundation Drops. Ich habe sie in der Farbe F1 und ich mag die Foundation so unglaublich gern. Die ist sehr flüssig, die kann man sehr leicht auftragen. Sie fühlt sich sehr leicht auf der Haut an und sie hat eine tolle Deckkraft. Und die tragen wir einmal zusammen auf. Und die Foundation kommt auch mit so einem Pump-Applikator. So, und das verteile ich erstmal mit einem Pinsel. So, und das Ganze verblende ich noch mit einem Schwamm. So, Foundation ist jetzt einmal angeweitet und ich glaube, ihr könnt sehen, wie schön diese Foundation auf meiner Haut sitzt. Also sie hat einen wunderschönen Glow, sie hat auch sehr, sehr gut meine Rötung kaschiert. Also ich finde die so toll, diese Foundation. Auf jeden Fall würde ich einmal ganz kurz auf Kamera gehen, meine Base fertig machen und dann machen wir weiter mit meinem nächsten Favorite-Produkt. So, I'm back. Meine Base ist einmal ready. Machen wir weiter mit Lidschatten. Und da habe ich eine Palette, die benutze ich so unglaublich gerne im Alltag. Und zwar ist es eine Palette von Nabla, die Side-by-Side-Palette. Und ich liebe, 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 liebe diese Palette. Aus dem Grund, es ist eine Nude-Palette und wir kennen das alle so ein bisschen. Aber ich finde diese Palette dennoch irgendwie besonders. Finde ich, kann man sehr viel mit dieser Palette machen. Also man hat kühle Töne, man hat sehr dunkle Töne, man hat sehr neutrale Töne oder sehr warme Töne mit drin. Ich finde sie einfach toll, Leute. Wirklich. Also ich benutze sie so gerne im Alltag. Sie ist sehr leicht zu handhaben. Ich kann so gut mit der umgehen. Ich kann die Farben so schön ausblenden. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Aber ich benutze sie auch sehr gerne für krasse Looks oder so glamorous Looks. Und heute würde ich keinen Alltagslook mit euch schminken, sondern einen glamorous Look. Ich starte mit einem Blendepinsel und gehe in die Farbe Halftime. Und die trage ich einmal in meiner Lidfalte auf. So, und die Farbe trage ich noch unter meinem unteren Wimpernkranz auf. Dann nehme ich einen fluffigen Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Beauty Mark. Und die trage ich auch in meiner Lidfalte nochmal auf. So, und die trage ich einmal nochmal hier unten auf. So, dann nehme ich den Blendepinsel von vorhin und verblende das alles miteinander. So, ich glaube, ihr könnt sehen, wie schön die Farben pigmentiert sind und die kann man auch noch sehr, sehr schön ineinander blenden, ne? So, ich habe ganz schön eine Cut Crease gezogen, nehme ich einen Lidschattenpinsel und gehe in den Base-Ton einmal rein. So, und damit setze ich dann die Cut Crease. Der Look gerade gibt mir ein paar Ariana Grande Vibes, aber wir machen weiter mit einem kleineren Lidschattenpinsel und gehe in die Farbe Paradiso. Und den trage ich einmal in meinem Innenwinkel auf. Okay, das Gold ist mega heftig. Also das ist so krass. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel einmal in die Farbe Ray of Lights, um noch einen Highlighten-Effekt zu bekommen. Und das zeige ich auch in meinem Innenwinkel auf. Okay, die Kombi sieht auch mega heftig aus. Love it. Oh mein Gott, könnt ihr sehen, wie heftig die Farbe ist? Also hier habe ich jetzt gerade nur Ray of Lights aufgetragen. Wow. So, der Lidschattenlook ist jetzt einmal fertig. Ich würde einmal ganz schnell auf Kamera gehen und noch die andere Seite fertig schminken. Und dann kommen wir zu meinem dritten Favorite-Produkt. So, mein Augen-Make-up ist fast fertig, aber es fehlt noch was. Vielleicht die, die mich kennen, wissen, ohne Fake-Lashes geht gar nichts. Und ich habe von der Eigenmarke von Cosmetic for Less Leni-Lashes hier mit am Start in dem Style Grace. Und die machen wir einmal zusammen drauf. So, die erste Lash sitzt einmal und könnt ihr diesen Vergleich sehen, der ist so heftig. Ich finde, die Lashes geben dem Look nochmal was Besonderes, noch ein bisschen mehr glamorous. Und ich weiß, das ist nicht unbedingt eine Everyday Lash. Also die meisten würden sie, glaube ich, nicht im Alltag tragen. Ich trage die auch sehr, sehr gerne im Alltag. Die sind super hochwertig und sehen so schön aus. So, und das war jetzt einmal meine drei Favorite-Produkte, die ihr bei Cosmetic for Less shoppen könnt. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr kein weiteres Video von diesem Kanal verpassen möchtet, gerne auch abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr heute mit am Start wart und bis zum nächsten Mal.